Ja, hallo Leute, wir sind wieder bei X4 und das letzte Mal haben wir unsere Managerin zu unserem neuen Dock in unserer neuen Station gebracht und ja, haben jetzt hier tatsächlich eine Managerin. Ich habe schnell außerhalb der Aufnahme hier unserem Explorer die Aufgabe gegeben, hier ein paar Satelliten auszusetzen. Das müssen wir ja nicht jedes Mal live vor der Kamera tun. Das, ja, können wir uns dann in dem Fall auch tatsächlich sparen. Ist Hallo auch. sicherlich, ja, grüß mich nicht dauernd. Ist sicherlich nicht allzu spannend, wenn wir das jedes Mal immer mit anschauen müssen. Dementsprechend würde ich sagen, mache ich das eben halt außerhalb der Aufnahmen. So, ich würde sagen, wir müssen einfach an der Stelle jetzt mal schauen, dass wir unsere Station weiter ausbauen. Denn was hilft uns eine Station, wenn wir eine Station haben, um eine Station zu haben und für sonst nichts anderes, ne? Die muss natürlich auch etwas für uns tun. Und was kann die für uns tun? Richtig, die kann für uns Sachen produzieren. Und das werden wir jetzt mal angehen. Das heißt, ich werde jetzt mal ein bisschen was bauen. Und zwar erstmal hier eine, halt, das wollte ich. So, das müssen wir erstmal drehen. Das können wir mit Rechtsklick. So, und dann können wir das hier platzieren. Und ich kopiere das hier noch zweimal rüber, dass wir drei Stück da haben. Dann Können machen Sie wir hier keine eine neuen Gebäude, das für Kreuzung die Sicherheit tun würde? und Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein ein sicheres Zuhause. Vertikalteil. Da nochmal eine Erhältlich Kreuzung sind drauf Handelsstationen. und dann na, was ist jetzt los? Warum will der nicht? Habe ich nicht. Probieren wir es mit Shift, das geht besser. So. So. Und an der Stelle hätte ich ganz gerne unser erstes Produktionsmodul. Und zwar eine Energiezellenproduktion. Und wir brauchen natürlich noch auch ein dazugehöriges La. Halt, jetzt habe ich was vergessen. Das. Entfernen wir noch mal. Ich hätte ganz gerne noch. Ne, hängt ein bisschen. So. Das hier. Dann. Habe ich ja noch gar nicht drauf geachtet. Gehen wir zurück. Das, na, das kommt hier hin und das kommt hier hin. Ich weiß, das sieht jetzt noch momentan ziemlich wild aus. Ich würde nur den Eingangsbereich hier zu unserem Dock relativ frei halten. Da will ich noch andere Sachen hinbauen. Und wir sehen schon, das wird nicht ganz so günstig. Voraussichtliche Baukosten belaufen sich auf 2,9 Millionen. Das könnten wir billiger produzieren tatsächlich, aber müssen wir nicht. Aber wir müssen ja auch dazu sagen, wir haben ja die Materialien tatsächlich. Ja, das heißt, das Geld haben wir tatsächlich. Na, wir haben aktuell 3,6 Millionen. Das sollte also keine allzu wilde Geschichte sein. Ich würde jetzt hier ja noch nicht alles zuweisen, sondern jetzt erstmal, ne? Millionen. Ja, dann haben wir noch 1, oder rund 1,8 Millionen übrig, mit denen wir dann entsprechend Handel betreiben können.
beziehungsweise nicht nur Handel betreiben, sondern ich würde ganz gerne auch schon mal ein Schiff kaufen, Größe M, und zwar ein Merkur-Angreifer, leichte Standardkonfiguration, keine Satelliten, keine Navigationsbarke, keine Ressourcensonde, maximale Servicemannschaft, kein Landecomputer, einfacher Polizeiscanner und zur Einkaufsliste hinzufügen. Das ist so in Ordnung. Und der wird unser erster Stationshändler sein. Den werden wir der Station zuweisen und der wird für die Station handeln. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob der, wenn er handelt, auch tatsächlich so Sachen macht wie Materialien für den... Wir haben hier draußen etwas gefunden. Oh. Wo? Ignorier's mal. Wo war ich? Genau. Wir haben den Händler gekauft. Schauen wir mal. Das hier wird der neue Stationshändler. Der wird eben halt für unsere Station Handel betreiben. Das heißt also, wenn wir Energiezellen produzieren, wird er diese Energiezellen verkaufen. Und ich habe ihn jetzt so früh schon gekauft, weil ich gerne wissen würde, ob er hier für uns auch Materialien für die Station einkaufen wird. Wir sehen hier übrigens schon für die erste... Für das erste Modul, dass wir hier eine Minute für dieses Verbindungsstück brauchen in der Konstruktion. Das bedeutet natürlich... Das bedeutet natürlich, dass wir pro Modul hier eben halt jetzt die... Produktion abwarten müssen, des Stationsteils, der halt gerade gebaut wird. So. Und wir haben unser neues Schiff, das wir... Warum ist das zugeklappt? Das nennen wir... Tedara HQ. So. Dara HQ1 nennen wir den. So, der wird jetzt wie hieß das nochmal? War das das Handeln für, glaube ich, oder? Die neuesten Nachrichten aus allen Teilen des Universums erhalten Sie bei Ihrem Infobroker. An- und Verkauf von Informationen aller Art. Wenn Sie es nicht wissen, weiß es keiner. Ich meine, das war Handel für... Ja. Genau, ja. Der ist jetzt hier untergeordnet, also wir sehen den hier in unserer Liste auch gar nicht mehr. Ja, wenn wir hier die T-Schiffe durchgehen, sehen wir hier kein Tedara HQ. Wir sehen nur unsere Station und die hat hier untergeordnet ein Transportschiff. In dem Fall eben diesen Merkur-Angreifer, den wir gerade gebaut haben. Und der wird jetzt eben halt für unsere Station handeln. Ja. Und wir können dann mal schauen, ob er auch schon einen Handelsbefehl bekommen hat. Hat er noch nicht. Er hat nur den Befehl bekommen, abzudocken. Das heißt, er wird jetzt abdocken und dann vermutlich den nächsten Befehl erhalten, der dann wahrscheinlich heißt, fliege zu der Station. Oder auch nicht.
Könnte sein, dass das ein bisschen dauert. Hoffe ich. Der wartet. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Was? Wer? Erwarte Befehle. Fliehen. Ja, der wartet. Also, er selbst bekommt keinen Auftrag, um für unsere Station einkaufen zu gehen, was die Materialien betrifft. Das ist ein bisschen schade. Ich meine, wir haben da inzwischen schon ein paar, die tatsächlich Waren liefern. Nanotronik, um genauer zu sein. Das hier ist auch interessant. Wir haben hier tatsächlich einen, der hier seine Waren schon zugesprochen hat. Und zwar in Höhe von einer einzigen Einheit. Interessant. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber, ja, so ist es. Die Stationssicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Kinder stets bei sich zu behalten. Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als ob wir hier schon mal auf einem guten Weg sind. Und, ja. Hallo. Wer hat jetzt gerade Hallo gesagt? Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal wieder in unser Schiff. Na, nervös. Vin. Ich muss übrigens sagen, Vin ist jetzt inzwischen relativ gut geworden. Ja. Das war ja im Prinzip kein Pilot. Was hat denn der da für eine Mission? Ich bin doch gerade bei Dara Alpha. Gut, lass mich dann mal fliegen. So, wir docken ab. Und da ist schon wieder ein Krimineller. Da war schon wieder ein Krimineller. So, sehr schön. Den hätten wir also auch erledigt. Nein, ich will... Ich will doch gar nicht andocken. Abdocken. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, ich weiß. Es ist immer eine Ehre, mich an Bord zu haben. Wer will mich auslöschen? Oder sprechen die nicht zu mir? Nein. Was denn? Das würde ich mir mal gerne anschauen. Kann ich das aufsammeln? Vermutlich nicht, da steht Asteroid. Ich will es einfach mal schnell probieren.
Ich habe da noch nie so genau drauf geachtet, aber das ist vermutlich einfach nur ein Trümmerstück, das übrig geblieben ist. Schauen wir mal. Ja, das ist ein Trümmerstück, das übrig geblieben ist. Nee, ist es nicht. Das war tatsächlich ein Container. Sehr schön. Das sind instabile Kristalle, die wollen wir nicht. Das sind... Kann ich... Kann ich das irgendwie... ausblenden? Nein. Dann müssen wir mal reinzoomen. So, da ist nichts mehr. Raumfliegeneier. Ein stabiler Kristall. Viele instabile Kristalle hier. Die instabilen Kristalle, die sind aber illegal. Das heißt, wir sammeln die nicht ein. Da ist ein Sicherheitscontainer. Na? So. Sehe ich gerade. Den machen wir doch auf. Das bietet sich ja definitiv an. Vor allem, wenn wir gerade hier sind. Und das ist einer mit 4 Schlössern. Das heißt, da könnte schon was ganz Nettes drin sein. Das ist kein ganz einfacher. Das war ein bisschen zu schnell. Fliegen wir wieder näher ran. Da müssen wir auf jeden Fall ein gutes Stück ranfliegen, damit wir die Schlösser auch vernünftig sehen können. So, ich speichere sicherheitshalber ab, denn das will ich definitiv haben. So. Und wir können die Container relativ einfach zerstören mit einem einzelnen Schuss, der natürlich jetzt hier etwas fatal wäre. So. Na. Wunderbar. So, schauen wir mal. Was haben wir denn da erwischt? Das ist unter Inventar. Das hier und das hier werfen wir auf jeden Fall mal aus. Das wollen wir nicht haben. Ansonsten eine programmierbare Feldmatrix. Ich glaube, das war auch ein Teil vom Sinzer, oder? Soweit ich mich erinnere. Kann ich doch hier reinschauen. Sinzer, genau. Der Sinzer. Das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein beschädigter Singularitätsantrieb. Und den können wir nur in Containern finden. Ja, das heißt also Schiffe zerstören oder hier solche Container aufmachen, um den zu finden. Das ja, ist ein kleines Problem. Ja, aber nichts, was wir nicht lösen könnten. So, ich will mal kurz schauen. Wie sieht's hier aus? Da ist schon was angekommen, oder? Nein. Müsste aber bald. Der hier steht auf 0, was auch immer das bedeutet, und der steht auf 1. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, das ist die Zeit, die wir brauchen, um die Sachen anzuliefern. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Denn, ja, ich glaube, der eine stand schon vorhin auf 0. Kann ich aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Auf jeden Fall
würde ich sagen, haben wir Zeit, definitiv erstmal was anderes zu tun. Und das machen wir dann halt auch einfach mal. Nicht so unfreundlich. Ich muss übrigens dazu sagen, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn ich maximales Geld haben wollte, würde ich einfach diese ganzen Hightech-Produkte mit Händlern handeln und ich würde nur Nividium abbauen. Aber ich will tatsächlich die komplette Industrie am Leben erhalten. Ja, das heißt also der komplette Warenkreislauf mit allem drum und dran. Deshalb mache ich auch zum Beispiel, wie hier unten jetzt gerade diese Meldung kam, den Abbau von Eis und verkaufe das Eis. Ist einfach, um die Wirtschaft insgesamt so ja, am Laufen zu halten, sodass wir alle Produkte tatsächlich zu vernünftigen Preisen kaufen bzw. auch verkaufen können. Denn das ist alles ein riesiger Warenkreislauf, der tatsächlich auch ja, eine gewisse Rolle spielt. Ja? Wenn ich jetzt ganz einfaches Beispiel nehme, es findet eine Schlacht statt. Ja, in dieser Schlacht kämpfen von mir aus, keine Ahnung, die Argonen gegen die Xenon am Xenon-Sektor irgendwo. Ja? Und die Xenon vernichten 5 Großkampfschiffe der Argonen. Werden zurückgeschlagen, aber 5 Großkampfschiffe und 30 Jäger und was weiß ich. Es wurden halt ein paar Schiffe der Argonen vernichtet. Wenn das der Fall ist, dann werden die Argonen natürlich versuchen, ihre Schiffe wieder nachzuproduzieren. Was brauchen sie dafür? Alle möglichen Materialien, die man für Schiffe und Schiffskomponenten braucht. Und die müssen irgendwo hergestellt werden und da brauchen sie Materialien für und. Ja, diese ganzen Komponenten und das spielt alles ineinander rein. Das heißt, alle diese Sachen sind tatsächlich wichtig. Und dementsprechend habe ich hier alle möglichen Sachen halt auch, die ich handel und abbau. Ja, das macht definitiv Sinn an der Stelle. Und ja, doch, genau. Und deshalb habe ich auch so Sachen wie eben halt Eis in meinem Portfolio drin. Wie gesagt, reich wird man durch Eis alleine auch nicht. Durch den Eisabbau. Ich glaube sogar, das ist vermutlich momentan das Schiff, das am wenigsten Profit tatsächlich generiert. Von all meinen Schiffen. Nicht schießen, bitte! So. Hat er was fallen gelassen? Sieht nicht so aus. Aber wir bekommen davon wieder eine Belohnung. So. Schauen wir mal, wo wir als nächstes hin... Ach, da ist eine Mission. Können wir ja mal wieder eine Mission machen. Die erledigen wir schnell. Das Reparieren von Datenlecks geht nämlich extrem flott. Und bringt uns natürlich wieder ein bisschen Ruf und ein bisschen Kohle. Ja. Im Vergleich zu dem, was unsere Händler jetzt teilweise reinbringen, natürlich ein Witz. Da kam eine Durchsage ohne Stimme. Wir haben Ansehen gewonnen, 500 Credits bekommen, weil wir diesen Kriminellen vernichtet haben. Sehr schön. So. Ist kein, wie soll ich sagen, Vermögen, aber ein bisschen Ruf, ein bisschen Chance auf Gegenstände, die wir zur Herstellung nutzen können und ein bisschen Credits schadet insgesamt nicht. Das ist nie der Fall, das schadet nie, ist immer gut, kann ich euch garantieren. Und wir haben, wir sind schon bei 16 Ruf. Für die Argonische Föderation. Das ist nicht schlecht, denn auf Stufe 20, auf Rufstufe 20, bekommen wir tatsächlich den nächsten Rang verliehen und haben dann wieder Zugriff auf weitere Sachen, auf die wir bisher noch nicht Zugriff hatten. Und dann glaube ich wieder bei 30, soweit war ich bisher noch nie.
30 ist dann, glaube ich, aber auch die Maximalstufe, soweit ich mich erinnere. Kann auch ein bisschen mehr sein. Fordere mal so viel Verstärkung an, wie du willst. Ich habe keine Zeit. Ich muss hier was erledigen. Den nehmen wir mit. Das ist definitiv schon ein größeres Schiff. Das ist... Das müsste schon eine M-Klasse sein. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir uns um das Datenleck kümmern. Sehr schön. Warum ist denn die Kampfmusik noch aktiv? Ist hier noch einer? Ich sehe nichts. Jetzt hört's auf. Sehr schön. Haltet ihn auf! Ja, später. So. Danke für Ihre Hilfe. Das wollte ich. Guten Tag. Hat er jetzt einen Andockbefehl? Nicht, dass wir hier aussteigen und er fliegt weg. Auf Signal warten. Das passt. So. Dann gehen wir mal in unseren Raumanzug. So. Achso. Den Scan-Modus. Ach, das ist auf der anderen Seite, hm? Dachte gerade schon. Das ist ein bisschen komisch. Hallo? Reparieren? Na also. Und wir haben unsere Belohnung bekommen und Ansehen gewonnen. Sehr schön. Das heißt, wir gehen zurück zu unserem Achso, kann ich noch gar nicht. Ups, das wollte ich auch nicht. F1. So. Das heißt, wir fliegen zurück zu unserem Schiff. So. Komme ich hier durch? Ach, ich flieg einfach durch die Struktur selber durch. Das passt auch. Macht euch keine Sorgen. Das ist ganz normal. So, wunderbar. Das wäre erledigt. Hallo. Lass mich mal ran. Ich werde das Steuer wieder übernehmen. So. Der war mir im Weg. Ah, ist das genial, wenn man 4 Pulslaser hat. Gerade für solche Geschichten. Da können wir dann immer mit relativ wenig Aufwand einfach mal eine Salve abschießen und erledigen damit den Gegner. Das ist immer gut. So. Ich schau mal an der Station hier vorbei. Hätte er ja schon mal gesagt, wir machen das ab und an.
und gehen da entsprechend dann zum Händlerbereich und schauen einfach mal. Ja, kein Problem. Oh, was ist jetzt kaputt? Okay. Das hatte ich jetzt auch noch nicht. Dieser Transport zum Händlerbereich ist relativ neu. Der ist mit dem letzten Patch erst gekommen. Das heißt, es kann sein, dass da noch ein paar kleinere Bugs vielleicht drin sind oder so. Und das war gerade einer. So, zeig mir mal dein Angebot. Was hast du? Du hast Agnew Steak, das nehmen wir mit. Du hast Nadeln, die nehmen wir mit. Und Verbände, die nehmen wir auch mit. Sag mal, wir haben jetzt schon so viele Nadeln und Verbände. Wann kriegen wir endlich mal das noch fehlende Ding? Wie hieß es? Ich weiß es gar nicht mehr. Wie hieß das nochmal? Schauen wir schnell mal. Wir müssen ja eh ein paar Sachen herstellen. Stück von herstellen. Sonst nirgends was. Sedativ, genau. Sedativ suche ich noch. Kann ich hier. Ja, das gibt's hier beim Händler. Nun gut. Es ist halt momentan nicht in Reichweite. Das wird noch kommen. So, wir gehen zurück zum Schiff und schauen mal kurz auf der Karte. Wie sieht's aus? Du hast deine Waren immer noch nicht erhalten. Okay. Muss ich mal gerade schauen. Geldmittel verwalten. Können dir noch was zuweisen? Bisschen. Beziehungsweise Moment, wie viel brauchten wir hier nochmal? Das war. Ja, komm, sind wir nicht so geizig. Bestätigen. So, damit dürften. Ah, das erste Bauteil ist angekommen und es ist auch wirklich ein erstes Bauteil. Einmal Nanotronik. Und die anderen Sachen sollten auch tatsächlich auf dem Weg sein. Das sind. Ne, die Hüllenteile fehlen noch komplett. Da ist noch keiner für unterwegs. Und die Energiezellen, wollte ich gerade sagen, fehlen auch noch ein paar. Aber da ist jetzt auch noch einer. Ah, da ist der nächste. Ja, die Waren trudeln so langsam ein. Und ich würde sagen, wir besorgen uns schon mal ein Konstruktionsschiff. Der ist beschäftigt, der baut gerade. Haben wir hier irgendwo Konstruktionsschiff? Das ist nur ein einziges. Und das ist auch noch. Wo? In Argon Prime. Der wird ewig fliegen, ich sag's euch. So. Ja, na gut. Wir müssen, wenn wir es uns leisten können, tatsächlich dann auch mal selber so ein Bauschiff dann kaufen. Nur momentan sehe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Grund, das zu tun. Das ist nämlich einfach erstens
nicht in unserer Reichweite, weil wir zu wenig Kohle haben. Und zweitens bauen wir momentan auch noch nicht so viele Stationen, dass sich ein eigenes Schiff dafür lohnen würde. Ja. Ich sag nur, Moment, ich kann es ja nochmal zeigen, für die, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Wenn wir ein Bauschiff tatsächlich bauen wollen, dann können wir das momentan theoretisch ja schon tun. Das ist ein XL-Schiff und Konstruktionsschiff und mit der leichten, mit dem leichten Loadout bekommen wir hier tatsächlich schon mal einen Preis von 12,6 Millionen zusammen. Das ist recht ordentlich. Und wenn wir das für die Baukosten von 50.000 vergleichen, die wir da haben, dann müssen wir eine ganze Menge bauen. Ja? Kann sich jeder ganz gut vorstellen, oder? Nicht sehr optimal. Also dementsprechend... gehen wir Guten Tag. Weiter. So. Ich docke mal ab und... ich würde sagen, wir fliegen mal. Lass mich schauen. Nein, halt, das ist eine Handelsstation. Dahin. Die, halt sie auf! Mal ein erfreulicher Anblick. Beeilung, wir werden die Fracht haben. So. Ich will da gerne hinfliegen, weil wir da eine Station haben, die in, ja, wie soll ich sagen, die deutlich, deutlich näher ist als die Station, wo wir jetzt gerade unser Bauschiff bekommen haben. Denn ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder so, aber die meisten Bauschiffe sehe ich immer an Schiffswerften. Vermutlich, weil sie da gebaut wurden, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dementsprechend macht es eigentlich Sinn, wenn wir unsere Station weiter ausbauen wollen, dass wir hier für ein weiteres oder eine weitere Quelle für Bauschiffe hier in der Nähe sorgen. In dem Fall halt diese Schiffswerft. Das macht definitiv Sinn. Glaubt mir. Ich habe damit Erfahrung. Interessant, dass es sich gerade nicht automatisch ausrichtet. Ich sag euch mal was. Ich mache hier mal Einstellungen. Spieleinstellungen. Ist das hier? Nicht. Machen wir die Hinweise mal wieder an. Können wir das nicht ausschalten? Kann es nicht sein. Naja, gut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegen wir mal weiter. Aber die Meldung ist ja auch wieder weg. Aber die nerven mich immer. Ich habe bisher aber noch nie geschaut, ob man die deaktivieren kann. Und ja, jetzt, wo ich geschaut habe, habe ich wohl rausgefunden, dass es nicht geht. Falls ihr wisst, wie es geht, sagt mir bitte gerne Bescheid. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Wenn es nicht geht, ja gut. Müssen wir damit leben. Gut. Ja. Dann fliegen wir mal.
Und wenn wir da jetzt dann ankommen, werden wir, glaube ich, mal so langsam wieder Schluss machen. Wir sind schon wieder über 40 Minuten. Das ist echt... Die Zeit vergeht so schnell, wenn wir hier dieses Spiel spielen. Ich weiß nicht, ich habe das selten bei Spielen, dass wir hier tatsächlich so schnell die Zeit verfliegen haben. Ja... spricht nicht mit uns. Ich dachte gerade, der spricht mit uns. Jetzt habe ich nicht aufgepasst und bin in einen Asteroiden geflogen und wir müssen wieder beschleunigen. Ah, das ist doch toll. Ja. Genau sowas brauchen wir. So. Habe ich hier eigentlich... schon viele Stationen entdeckt. Ja, geht so. So. Das wird ein Asteroid genau in unserem Anflugvektor. Also... fliegen wir ein Stück zur Seite. So. Und ab durch das Tor. Und wir sind an unserem Ziel angekommen. Sehr schön. Und wir setzen da dann einen Satelliten aus. Und damit sollten wir dann hoffentlich auch hier Bauschiffe sehen. Wenn nicht, ja, müssen wir uns was anderes überlegen. Ich meine, das eine Bauschiff, das wir jetzt haben, das haben wir. Das wird... ja, das ist jetzt schon auf dem Weg, also muss man sich da keine Sorgen machen. Beide Stationen sind in Reichweite. Da ist übrigens ein Bauschiff oder ein Konstruktionsschiff, wie es hier heißt. Und da ist noch eins. Also die sind immer hier in der Nähe von Schiffswerften unterwegs. Fragt mich nicht wieso, ist einfach so. Schiffsinteraktion und Satellit. Wunderbar. So. Das heißt, wir haben... hier eine... Ich könnte eigentlich auch gerade mal hier hinfliegen und dann da auch noch einen Satelliten absetzen. Das bietet sich ja an, wenn wir schon in dem Sektor sind. Ich weiß, ich kann da auch Schiffe kaufen, ohne dass ich da einen Satelliten habe. Aber... ja, ich stelle trotzdem ganz gerne da... Satelliten auf, weil wenn ich ein Schiff in Auftrag gebe und sehe, dass eine große Schlacht um eine Station herum stattfindet, dann überlege ich mir vielleicht, ob ich mein Schiff da in Auftrag gebe. Ja? Verständlich, oder? Das wäre nämlich nicht so optimal, wenn wir da ein Schiff aufbauen, die ganze Kohle ausgeben, das Schiff starten und das Schiff dann starten wollen und feststellen, wir müssen erstmal die Schlacht abwarten, beziehungsweise im schlimmsten Fall wird es, wenn noch tatsächlich das eine große Schlacht ist, wobei ich das noch nicht erlebt habe. Aber falls es wirklich eine richtig große Schlacht ist, natürlich auch das Risiko besteht, dass die Station und damit auch unser Schiff dann zerstört wird. Ja, das wäre natürlich ganz blöd. Ja, also Vorsicht. Und deshalb Satellit. Ja. Sind wir da? Da ist noch ein unbekanntes Objekt. Was könnte das nur sein? Kreisförmig. Ereignishorizont. Hui, das wird doch nicht ein Sprungtor sein. Profitables Andenken.
Die beiden Stationen kriegen wir auch noch in die Reichweite unseres Satelliten. Umso besser. Da ist noch eine Mission. Zerstöre Geschütztürme. Lieber nicht, lieber nicht. Zumindest nicht jetzt. Ja, da bin ich locker in Reichweite, da muss ich gar nicht erst überprüfen. Satellit. Wunderbar. Schaut euch das an. Ah, perfekt. Und wenn wir gerade schon hier sind, können wir eigentlich auch da noch einen Satelliten aufstellen. So, komm schon. Weiter rum, weiter rum. So. Gut. Und, Moment, bevor ich es vergesse, eine Sache wollte ich noch tun. Und zwar wollte ich noch ein Schiff kaufen. Beziehungsweise zwei Schiffe. Und zwar Merkur leichte Stadt. Standardkonfiguration. Das Zeug brauchen wir nicht. Maximale Crew. Achso, Landecomputer brauchen wir auch nicht. Und einfacher Scanner. So, und zur Einkaufsliste hinzufügen. Zwei Stück. So, und diese beiden Schiffe, die werden wir als Händler betreiben, und zwar anders, als wir das bisher getan haben, denn das werden Galaxiehändler, und Galaxiehändler, die keine illegalen Sachen verkaufen. Ja, habe ich übrigens inzwischen schon mitbekommen, ein paar Leute haben damit ein bisschen Probleme und verstehen nicht so ganz, wie diese Galaxiehändler funktionieren. Die funktionieren nämlich ein bisschen anders als das, was die normalen Händler machen. Die normalen Händler, wenn ich die definiere, also die, die ich jetzt schon habe, dann sage ich ja, du wirst jetzt automatischen Handel betreiben. Und wenn du diesen automatischen Handel betreibst, handelst du mit diesen Waren. Wenn ich einen Galaxiehändler definiere, dann handelt der automatisch mit allen Waren. Und die Waren, mit denen er nicht handeln soll, die muss ich ihm explizit wegnehmen. Ja? Das ist der Unterschied. Ich zeige das jetzt einfach mal an dem hier als Beispiel. Achso, halt, ich benenne den erst entsprechend um, dass wir da eine gewisse Ordnung drin haben und sofort sehen, was es ist. T-Galaxy One nenne ich den mal. So. Und der bekommt hier nicht irgendeinen Befehl, nein. Der bekommt hier ganz normal Position halten. Der bekommt einen Rechtsklick hier auf die Karte, nachdem ich ihn ausgewählt habe, und sage hier dann automatischer Handel Galaxie. Ja, oder Galaxy, wie es hier steht. Keine Ahnung, warum das auf Englisch hier ist, aber ist so. Und der sagt automatischer Handel Galaxie. Ja, und mit diesem automatischen Handel haben wir jetzt hier alles drin. Ja, und unter anderem auch illegale Waren, wie zum Beispiel Raumsprit. Deshalb nehmen wir das raus. Dann, was nehmen wir noch raus? Lass mich mal schauen. Raumkraut. Ich bin
gespannt, ob ich hier alle finde, die ich hier rauswerfen will. Klappt mir nicht jedes Mal den automatischen Handel zu. Mein Gott. Das hier. So. Ich glaube, damit haben wir alle illegalen Sachen raus. Beziehungsweise hier könnten noch die... Ja, ich meine, das müssten alle sein. Dann wir nochmal. Ja, das passt. Ja, der wird jetzt auf jeden Fall mit allen Waren, die hier drin sind, handeln. Ja, wir sehen hier schon 6 Feldspulen. Interessant. Und der nächste, der wird... Da. Der wird auch erstmal umbenannt in was ist jetzt? So. T-Galaxy 2. So. Und der bekommt natürlich auch wieder den Befehl Galaxie. Und beim automatischen Handel nehmen wir ihm den Raumsprit weg, das Raumkraut weg, das hier weg und das hier weg. So. Damit hat er auch keine illegalen Waren, die er handelt, und der wird jetzt auch sein Ding einfach machen und für uns Handel betreiben. Ich habe übrigens hier gesehen, dass der Explorer hier wartet, beziehungsweise ich habe es nicht nur gesehen, ich habe auch vorhin gehört, als er diese Meldung gemacht hat. Ich habe ihn einfach noch nicht weiter auf Erkunden gesetzt, weil ich das off-cam machen werde. Also, und damit hätten wir das erledigt und wir haben inzwischen, ich will nicht zählen, 18 Schiffe. Nette kleine Zahl. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ich hoffe, ihr seid dabei.